Hi, ich bin Alex und in diesem Video erkläre ich dir die vollständigen Regeln zu Eclipse Second Edition. Eclipse ist jetzt nochmal neu rausgekommen, nachdem der Kickstarter vor vielen Jahren lief und hat mit Pegasus Spiele zusammen eine deutsche Version bekommen. Da lohnt es sich doch nochmal genauer hinzuschauen, wie funktionieren die Regeln eigentlich, und das erkläre ich dir eben detailliert in diesem Video. Wenn du irgendwelche Regelfehler findest, dann schreib es bitte unten in die Kommentare, ich pinne sie dann an, das ist wichtig. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Fangen wir mit dem Spielaufbau für die Spieler an. Bevor ihr losspielt, solltet ihr euch entscheiden, ob ihr alle mit den Terranern spielt oder ob ihr die unterschiedlichen Alien-Rassen nehmt mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten. Für dieses Video nehmen wir die Alien-Rassen und wir entscheiden uns hier für die hydranische Bewegung. Jeder Spieler sucht sich eine Rasse aus oder man lost sie zu und dann bekommt man das passende Spielermaterial dazu. Und zwar anhand der Farbe des Planeten hier links. In diesem Fall also das Tray mit dem blauen Spielmaterial. Das legen wir schon mal bereit und wir bekommen den passenden Planeten. In dem Fall bzw. das System Deta Hydri Sektor 224. Wir nehmen uns also die Sektoren und schauen nach. Hier Sektor 224, den legen wir schon mal bereit. Dann können wir unser Tray mit dem Spielmaterial öffnen und wir finden darin alles, was wir jetzt für den Aufbau brauchen. Erstmal nehmen wir uns diese Karte, das ist einmal die Aktionsübersicht und die Reaktionsübersicht. Und wenn man gepasst hat, legt man sie so rum vor sich. Wir haben noch nicht gepasst. Dann nehmen wir uns hier diese Scheiben und zwar alle bis auf drei. Drei Scheiben dürfen erstmal im Tray verbleiben und diese Scheiben platzieren wir hier unten auf dieser Leiste und bedecken damit die einzelnen Felder. Das sind unsere Aktionsscheiben und das zeigt gleichzeitig die Kosten an, die Unterhaltskosten für unser Reich. Und dann nehmen wir von ganz links die erste Scheibe und platzieren sie auf unserem Startsystemteil und markieren damit, dass wir dieses Teil kontrollieren. Danach nehmen wir die Würfel und platzieren auf jedem Feld, das keinen Stern hat, auf jedem Planet, einen Würfel. In dem Fall also einen erstmal. Das ist ein Bevölkerungswürfel. Wir sehen also, dieser Planet ist von uns bevölkert worden. Und dann dürfen wir noch einen kleinen Abfangjäger in unser Startsystem legen. Und das war's erstmal an Aufbau auf unserem Tableau. Jetzt müssen wir noch hier diese drei Marker rausnehmen und wir brauchen noch unsere Kolonieschiffe, bevor wir dann das hier zur Seite stellen. Wir sollten das nicht wieder zumachen, wir brauchen das nämlich noch während der Partie. Wir stellen es also zur Seite und legen den Deckel neben uns, denn dieser Deckel zeigt uns die Ressourcen an. Jetzt wird es Zeit, unsere Bevölkerung aufzufüllen und die Startressourcen zu markieren. Die Startressourcen sind auf unserem Tableau hier angegeben. Wir haben also zwei braune. Dazu stecken wir den braunen Anzeiger hier auf die 2. Wir haben 6 Forschung und wir haben 2 Geld. Dazu können wir ihn einfach hier oben drauf stecken. Und jetzt müssen wir noch das hier mit unserer Bevölkerung füllen, wobei das Feld 2 immer frei bleibt. Das heißt, in jede Aussparung setzen wir einen Bevölkerungswürfel. Im Laufe der Partie werden wir diese Bevölkerung dann auf Planeten entsenden, wodurch neue Zahlen frei werden. Und wir somit sehen, was wir an Einkommen der entsprechenden Ressource haben. Und weil ich ja schon einen gelben Würfel auf den Planeten gelegt habe, muss hier natürlich einer weniger hin und der kommt dafür hier hin. Es macht also Sinn, das zuerst aufzufüllen und dann auf die Planeten zu legen, dann kommt man nicht durcheinander. Jetzt sollten wir noch unsere Kolonieschiffe bereitlegen. Diese brauchen wir im Laufe des Spiels als Marker und wir sollten schon nochmal auf unsere Fähigkeit schauen, denn hier sehen wir, dass wir erstmal 3 Kolonieschiffe haben. Die haben wir hier. Und wir haben die Fähigkeit, dass wir diese Planeten rosa mit dem Stern bereits besiedeln dürfen. Hier kommt also auch direkt ein Marker drauf. Das ist aber bei jeder Fraktion unterschiedlich, was wir hier an Fähigkeiten haben. Und wenn wir mit mehr als 2 Spielern spielen, dann sollten wir auch noch unsere Allianzmarker bereitlegen. Und zwar natürlich in der passenden Ausrichtung, damit wir auch die Alien-Seite haben und nicht die Terraner-Seite. Wir sind ja schließlich keine Menschen. So, wenn du dann mit deinem Spielerbereich fertig bist, dann sollte das ungefähr so aussehen. Und dann können wir uns mal anschauen, wie wir gemeinsam die Galaxis aufbauen.
Um die Galaxis aufzubauen, brauchen wir erstmal diese Systemtafeln. Und zwar ist das abhängig von der Spielerzahl. Das haben wir auf Seite 4 im Regelheft. Je nach Spielerzahl haben wir einen unterschiedlichen Aufbau, was die Systeme der Antike angeht. Bei zwei Spielern haben wir die Spieler gegenüber auf der weißen Position und dann mit jeweils einem Feld Entfernung die vier Antike. Und das ist das, was wir jetzt aufbauen werden. Wir nehmen also diese Systemtafel, das galaktische Zentrum, legen sie in der Mitte bereit und dann erstmal die Systemtafeln der Spieler. Hier vom blauen Spieler mit ungefähr einer Tafel Reichweite. Dann nehmen wir noch als Gegenspieler den gelben Spieler. Und bei den Spielern ist immer wichtig, auf den Systemtafeln ist so ein kleiner Pfeil. Der muss in Richtung galaktisches Zentrum zeigen. Dann nehmen wir die vier Systemtafeln der Antike und platzieren diese auch ungefähr mit einem Feld Abstand zum galaktischen Zentrum sowie zu den Spielern. Das muss jetzt erstmal nur ungefähr sein. Das richtet sich dann während des Spiels aus, wenn wir eben neue entdecken. So, da haben wir es ungefähr. Und das ist jetzt erstmal die Startvoraussetzung. Zum Bevölkern der Systemteils, besonders der mit den Antikern, brauchen wir erstmal die Erkundungsmarker. Davon legen wir jeweils verdeckt gemischt, sodass wir nicht wissen, was drunter ist, einen auf jedes Teil. Da sieht man, der Umriss ist auch schön abgebildet. Das kann man also gar nicht falsch machen. Und dann kommt aber noch jeweils ein Antikerschiff drauf. In der Mitte kommt das Verteidigungssystem, das große. Bei allen anderen ist es abgebildet, was drauf kommt. In dem Fall haben wir dreimal, viermal das gleiche. Das sind jeweils diese Schiffe hier. Und da brauche ich beide Trays, um das aufzufüllen. Die kommen hier also drauf. Und damit wir damit dann auch gleich komplett sind, können wir auch gleich die Baupläne, die Schablonen bereitlegen, damit wir das wissen. Am besten neben das Spiel. Die zeigen an, welche Werte die entsprechenden Antikerschiffe denn haben. Hier das Verteidigungssystem, dann die, die hier drauf sind und dann gibt es ja noch die anderen, die wir hier haben. Das war's vom Spielaufbau. Jetzt zumindest, was das System angeht. Jetzt schauen wir uns noch an, was wir mit den Technologien machen. Jetzt brauchen wir unser Technologie- und Rundenanzeiger-Tray. Wir nehmen unseren Rundenanzeiger und platzieren ihn natürlich auf der 1. Dann nehmen wir unseren Sack voller Technologien und ziehen abhängig von der Spielerzahl Technologien aus diesem Sack. Bei zwei Spielern sind das 12 Technologien, die zum Start aus diesem Sack gezogen werden und auf das Tableau verteilt werden. Fangen wir mal an und immer in das passende 1, 2, 3, 4, 5. Wobei Antiker-Technologien hier unten reinkommen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind die 12 Starttechnologien, die von Anfang an verfügbar sind. Eine weitere Anpassung an die Spielerzahl sind die Systemtafeln, die zum Erkunden verfügbar sind. Bei zwei Spielern sind von Level 3 nur 5 Stück verfügbar, der Rest kommt zurück in die Schachtel. Schauen wir uns jetzt mal die Kernkonzepte von Eclipse an, was wir so auf dem Spielertableau haben und wie das Spiel im Kern funktioniert. Das Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Siegpunkte zu erringen. Siegpunkte bekommen wir durch die Kontrolle von Systemen, durch das Erforschen von Technologien, durch Ansehensplättchen, die wir zum Beispiel nach Kämpfen ziehen können, denn da sind auch immer Siegpunkte drauf, und durch das Schließen von Allianzen. Auch hier sind Siegpunkte drauf. Eine Partie Eclipse wird über mehrere Runden gespielt, wobei jede Runde aus mehreren Phasen besteht. Zuerst haben wir die Aktionsphase, wo jeder Spieler reihum eine Aktion ausführt, bis alle Spieler gepasst haben. Der erste Spieler, der gepasst hat, ist der Startspieler der nächsten Runde und dann geht's reihum. Wenn man gepasst hat, kann man aber immer noch Reaktionen ausführen. Deswegen sollte man dringend seine Aktionsübersicht beim Passen dann umdrehen und auf der Rückseite sind die Reaktionen. Nach der Aktionsphase kommen wir in die Kampfphase. Wir schauen also, wo finden Kämpfe statt und führen diese aus. Nach der Kampfphase
geht es in die Unterhaltsphase. Hier müssen wir die Kosten für unser Reich bezahlen und bekommen gleichzeitig das Einkommen unserer Ressourcen, Forschung, Produktion und eben Geld. Und zuletzt haben wir die Aufräumphase. Wir bekommen unsere Aktionsscheiben zurück, neue Technologien werden in den allgemeinen Vorrat gelegt und die nächste Runde wird vorbereitet. Auf unserem Spielertableau haben wir einiges an Informationen. Wir haben erstmal unsere Rasse und zu welchem Kurs diese Spezies handeln kann. Das bedeutet, diese Spezies kann 3 Ressourcen in eine beliebige andere Ressource tauschen. Hier, das haben wir schon gesehen, sind unsere Startressourcen, die Anzahl an Kolonieschiffen sowie eventuelle Starttechnologien. Technologien haben wir hier. Dafür haben wir 3 Kategorien. Hier oben haben wir die Pläne unserer einzelnen Schiffe, welche wir im Laufe des Spiels durch Schiffsteile verbessern und verändern können. Und hier unten haben wir unsere Aktionen bzw. unsere Bevölkerungsmarker, mit denen wir anzeigen, wie viele unsere Kontrollmarker, wie viele Systeme wir eigentlich kontrollieren. Hier, die Aktionen sind unterschiedlich bei den einzelnen Fraktionen, nicht in dem, welche Aktionen da sind, sondern in dem, welche Aktionen wir wiederholen können, also mehrmals pro Runde machen können. In dem Fall ist es einmal das Verbessern, das Bauen und das Bewegen. Das kann die hydranische Bewegung jeweils 2-mal machen, deswegen ist es gold umrandet. Das Einsetzen, der Einfluss, das Erkunden und das Forschen geht jeweils nur 1-mal. Und das ist von Spezies zu Spezies unterschiedlich. Wenn wir eine Aktion ausführen wollen, nehmen wir einen Marker von ganz links und legen ihn auf die entsprechende Aktion. Dadurch haben wir im Laufe des Spiels einen Unterhaltungskostenmechanismus, in dem wir Marker hiervon nehmen, um Systemtafeln zu kontrollieren, wie hier diese Systemtafel, und um damit Aktionen auszuführen. Am Ende der Runde bezahlt man dann diesen Betrag hier, um damit quasi sein Reich verwalten zu können. Das sind die Verwaltungskosten. Je mehr Aktionen ich also mache, je teurer wird etwas. Schauen wir uns jetzt die Teile im Detail an. Und zwar am einfachsten ist es, wenn wir die Aktionen Stück für Stück durchgehen. Die erste Aktion ist Erk, erkunden. Ich muss also eine Scheibe darauf legen, um zu erkunden. Und unten bekomme ich angezeigt, wie viele Systemtafeln ich erkunden darf. Die hydranische Bewegung darf 1 Systemtafel erkunden. Erkunden ist abhängig davon, ob ich in einem System ein Schiff oder eine Scheibe habe, durch die ich das System kontrolliere, und welchen Ring ich erkunden möchte. Rund um das galaktische Zentrum ist der Einer-Ring. Möchte ich also hier erkunden, ziehe ich eine Einer-Systemtafel und platziere sie. Möchte ich diesen Ring drumherum erkunden, das ist der Zweier-Ring, dann nehme ich eine Zweier-Systemtafel und alles, was hier weiter nach außen geht, also hier oder sogar hier, das wäre dann eine Dreier-Systemtafel. Ich kann von einem kontrollierten System oder von einem System, wo mein Schiff ist, aus erkunden. Denn mein Schiff bewegt sich dazu nicht, ich ziehe einfach eine entsprechende Systemtafel und platziere sie an der Stelle. Dabei darf ich aber entscheiden, ob ich sie wieder abwerfe oder ob ich sie platziere. Nehmen wir mal an, ich möchte hier erkunden. Ich ziehe also eine Systemtafel vom Stapel mit der 1, schaue sie mir an und darf jetzt entscheiden, ob ich sie anlege. Dabei muss ich sie so anlegen, dass von dem Teil aus, von dem ich erkunde, ein Wurmloch, also hier diese Halbkreise, geschlossen ist. Ja, und dann darf ich sie beliebig drehen. Das heißt, ich entscheide mit, wie sich diese Galaxie aufbaut. Ich könnte so nämlich einen direkten Durchgang zum galaktischen Zentrum bilden. Danach lege ich alles drauf, was ich drauflegen muss. Zum Beispiel ein Erkundungsplättchen oder eben ein Antikerschiff, je nachdem, was wir da so finden. Mehr passiert beim Erkunden nicht. Ich muss das Plättchen aber nicht anlegen. Ich kann auch sagen, nee, hier, das passt mir an der Stelle gar nicht. Ich schmeiße es ab. Wenn hier jetzt eine andere Zahl als eine 1 stehen würde, dürfte ich nacheinander so viele Systemteile erkunden, wie die Zahl dort angibt. Die nächste Aktion ist die Forschung. Auch hier wieder einen Marker darauf platzieren und die hydranische Bewegung darf 2 Technologien erforschen. Um Technologien zu erforschen, schaue ich mir an, welche Technologien gerade verfügbar sind, nehme mir die, sofern ich sie mir leisten kann, muss also ihre Kosten bezahlen, nehme sie und platziere sie auf meinem Board.
Beim Platzieren auf meinem Board kann ich auch gleich nochmal nach den Kosten schauen. Jede Technologie hat eine Farbe, sie wird in der entsprechenden Spalte der entsprechenden Farbe platziert und hier sehen wir, hier ist ein minus 1. Die Kosten der Technologie werden also um 1 gesenkt. Die kleine Zahl in Schwarz dahinter zeigt an, wie hoch die minimalen Kosten für diese Technologie sind. Wenn ich sie also hier hinten platzieren würde, minus 8, würde diese Technologie trotzdem mindestens 6 Forschung kosten. Das muss ich dann hier von meinem Tableau bezahlen. In diesem Fall wären es 9. Ich hätte gar keine 9, könnte sie mir also nicht leisten. Schwarze Technologien, also antiker Technologien, darf ich beliebig hier platzieren. Das heißt, da darf ich mir dann aussuchen, wo ich sie hin platziere, um sie möglichst effizient zu nutzen. Nachdem ich eine Technologie platziert habe, sollte ich dringend nachschauen, ob sich etwas für mich ändert. Das ist ja der Grund, warum ich eine Technologie erforsche. Sei es, dass ich jetzt eben hier, das hatte ich ja schon, das kann ich dementsprechend nicht nochmal erforschen. Ja, sei es, dass ich neue Schiffsteile bekomme, neue Fähigkeiten bekomme oder dass ich zum Beispiel eine zusätzliche Scheibe dazu bekomme. Auch dafür gibt es eine Technologie. Das sollte man sich ganz genau anschauen. Die nächste Aktion ist das Verbessern. Entsprechend meiner Technologien kann ich mir Schiffsteile nehmen, um meine Blaupausen meiner Schiffe zu verbessern. Damit verbessere ich sofort jedes Schiff dieses Typs. Allerdings darf ich nur so viele Teile verbauen, wie die Zahl unter der Aktion angibt. In dem Fall dürfte ich also 2 neue Schiffsteile verbauen. Die Schiffsteile hat man hier in diesem schönen Tray, damit man leicht drankommt und sofort sieht, welche Teile man da zur Verfügung hat. Wobei ganz wichtig ist, die Teile hier unten, die sind für jeden verfügbar. Die hat man immer. Die Hülle, der Nuklearantrieb, der Nuklearreaktor, der Elektronencomputer und die Ionenkanone. Das Gauss-Schild nicht. Deswegen haben diese 5 Teile auch eine leicht andere Farbe. In diesem Fall kann ich mein Schiff zum Beispiel mit Plasmakanonen ausrüsten. Ich möchte das tun, möchte 2 Plasmakanonen verbauen, nehme mir also 2 Teile Plasmakanonen und möchte diese jetzt verbauen. Dabei muss ich darauf achten, dass ich nur auf Felder legen kann, die auch da sind. Es gibt je nach Fraktion unterschiedliche Blaupausen, die manchmal einfach weniger Felder haben. Und ich muss den Energiebedarf decken können. Die Plasmakanone verbraucht 2 Energie. Ich habe hier zum Beispiel beim Kreuzer den Nuklearreaktor, der produziert 3 Energie. Die Ionenkanone braucht 1, der Nuklearantrieb braucht 1, sind also schon 2 weg. Ich könnte also die Ionenkanone mit der Plasmakanone überdecken und dann hätte ich eben 3 Energie verbraucht. Das gleiche könnte ich beim Abfangjäger machen. Ich könnte allerdings nicht sie zusätzlich hinsetzen, weil dann wäre ich über meiner produzierten Energie. Das geht also nicht. Deswegen könnte ich das an der Stelle jetzt nur so machen. Die nächste Aktion ist Bauen. Auch hier wieder eine Scheibe drauf und ich darf 2 Dinge bauen. Dinge sind in dem Fall Schiffe. Und zwar nicht Typ, sondern wirklich Anzahl Schiffe, 2 Schiffe. Ich könnte aber auch ein Orbital oder einen Monolith bauen, welcher Siegpunkte wert ist. Um zu bauen, muss ich die entsprechenden Kosten bezahlen. In diesem Fall also 3, 5, 8 oder 3 mit Brauner Produktion. Das heißt, für 2 Abfangjäger müsste ich 6 Produktion bezahlen. Bauen kann ich nur auf Systemen, die ich auch kontrolliere, nicht dort, wo ich nur ein Schiff habe oder angrenzend zu mir sind. Ich könnte also hier in mein Heimatsystem 2 Abfangjäger, so wie ich sie bezahlt habe, platzieren. Wir haben kein Flottenlimit, kein Anzahllimit oder sonstiges. Wir haben jetzt hier in diesem System einfach 3 Abfangjäger. Monolithe und Orbitale haben eigene Miniaturen, die man platziert. Monolithe gehören keiner Spielerfarbe, sie gehören immer dem Spieler, der das entsprechende System kontrolliert. Und Orbitale können mit eigenen Bevölkerungssteinen bevölkert werden, so als wären sie ein Planet und erhöhen damit eben die eigene Produktion. Die Kosten für Orbitale finden wir auch auf unserer Spielertafel, nämlich hier unter den Schiffen. 4 Ressourcen für das Orbital, 10 für einen Monolithen. Die nächste Aktion, Bewegung, überspringen wir kurz und fangen erstmal mit der Aktion Einfluss an. Bei der Aktion Einfluss dürfen wir erstmal 2 unserer Kolonieschiffe wieder bereit machen. Die Kolonieschiffe nutzen wir, um Würfel von unserer Bevölkerung auf die einzelnen Planeten zu bekommen. Und wenn wir das mit einem Kolonieschiff gemacht haben, dann ist es quasi erschöpft.
Mit der Aktion Einfluss oder am Ende einer Runde können diese wieder bereitgemacht werden. Jederzeit während meines Zuges darf ich meine Kolonieschiffe benutzen, um damit Bevölkerungswürfel auf die entsprechenden Planeten zu senden. Dazu muss ich natürlich im jeweiligen System Einfluss haben. Ich könnte jetzt also 1, 2, 3 Kolonieschiffe benutzen, um auf diesen 3 Planeten meine Bevölkerung zu installieren. Und natürlich muss die Bevölkerung von der passenden Farbe kommen. Das habe ich jetzt hier falsch gemacht. So, braun und hier nochmal braun. Und damit erhöhe ich wieder mein Einkommen der entsprechenden Ressource. Einfluss dürfen wir unterschiedlich auf Systemen verteilen. Die Anzahl an Einfluss gibt wieder die Zahl an, die unter der Aktion steht, in diesem Fall 2. Wir dürfen also 2 Einflussscheiben von unserem Board auf die Systeme legen. Dabei gibt es aber Regeln. Wir dürfen nicht ein System beeinflussen, in dem eine gegnerische Einheit, aber keine meiner Einheiten steht. Wir dürfen allerdings Systeme beeinflussen, die durch ein Wurmloch mit einem System verbunden sind, in dem wir selbst Einfluss haben und auf dem keine gegnerische Einheit steht. Hier darf ich also eine meiner blauen Scheiben drauflegen und das System damit in Anspruch nehmen. Ich darf auch Einfluss in ein System legen, in dem ich und der Gegner Schiffe haben, aber noch kein Einfluss gelegt wurde. Ich war quasi einfach Erster beim Kolonisieren. Man sieht, ich muss angrenzend sein oder ein eigenes Schiff dort haben. Und wenn ich nur angrenzend bin, dann darf auf keinen Fall ein Gegner im jeweiligen System sein. Die Einflussscheiben nehme ich natürlich wieder hier unten von meiner Leiste und erhöhe damit die Kosten, den Unterhalt, den ich am Ende der Runde bezahlen muss. Ich darf aber nicht nur Einflussscheiben hinlegen, ich darf auch Einflussscheiben wieder wegnehmen, um damit meinen Unterhalt zu reduzieren. Danach muss ich natürlich aber auch sofort jegliche Bevölkerung aus dem entsprechenden Sektor wieder abziehen und damit ist er wieder leer. Kommen wir zur letzten Aktion, dem Bewegen. Die hydranische Bewegung darf 2 Schiffe bewegen. Nicht 2 Typen von Schiffen, sondern wirklich 2 Miniaturen. Und dabei gelten einige Regeln. Beim Bewegen gibt es erstmal mehrere Dinge, die wir beachten müssen. Das eine sind generelle Regeln, das andere sind schiffsabhängige Regeln bzw. abhängig von der jeweiligen Blaupause des Schiffes. Erstmal gilt, ohne besondere Technologie, den Wurmlochgenerator, können wir uns nur durch geschlossene Wurmlöcher bewegen. Und dann gilt die Begrenzung der Aktion, das heißt in diesem Fall dürfte ich 2 Schiffe bewegen. 1, 2. Mit einer Bewegung auf einen Sektor mit gegnerischen Schiffen löse ich dort einen Kampf aus. Das bedeutet aber auch, ich kann diese Schiffe nicht weiter bewegen. Sie sind jetzt hier gebunden. Genauso wie diese beiden hier gebunden sind. Gebunden bedeutet, dass diese Schiffe nicht weiter fliegen können. Wobei dabei gilt, jedes gegnerische Schiff kann maximal 1 Schiff binden. Wenn ich hier also jetzt 4 Schiffe drin hätte, zum Beispiel so, dann dürfte eines davon weiterfliegen, weil nur 3 gegnerische Schiffe 3 meiner Schiffe binden können. Denn ein Schiff kann nicht nur einen Sektor weit fliegen, sondern abhängig von seinem Antrieb kann es eine Anzahl an Sektoren weit fliegen. So könnte dieser kleine Abfangjäger 3 Sektoren durchfliegen. Also im dritten Sektor müsste er Halt machen, während mein Kreuzer nur einen Sektor erreichen kann. Wichtig zu merken ist auch, Kämpfe werden nicht in der Bewegungsphase bzw. in der Aktionsphase ausgelöst, sondern in der Kampfphase. Diese findet nach der Aktionsphase statt. Während des Spiels haben wir die Möglichkeit, diplomatische Beziehungen miteinander einzugehen. Dazu gibt es aber ein paar Regeln. Und zwar darf ich diplomatische Beziehungen nur mit einem Spieler eingehen, der kein Schiff hat, das in einem von mir kontrollierten Sektor ist, der keinen Sektor kontrolliert, in dem ich gerade ein Schiff hat, oder der Schiffe in einem Sektor hat, in dem ich auch Schiffe habe, und der auf seinem Tableau noch Platz hat, um diplomatische Beziehungen einzugehen. Wobei das jetzt natürlich Schwachsinn ist, das ist ja meine eigene diplomatische Beziehung. Nehmen wir also mal die von Gelb, damit darf ich ja. Man tauscht dann diese diplomatischen Beziehungsmarker gegenseitig aus und darf dann auf den Marker einen Bevölkerungswürfel legen von einer Produktion der eigenen Wahl. Eine diplomatische Beziehung ist am Ende des Spiels ein Siegpunkt wert. Denn die diplomatische Beziehung hält nicht davon ab, dass Schiffe sich gegenseitig festhalten und dass es dadurch zu Kampfhandlungen kommt,
Kommt es zu Kampfhandlungen, wird der Spieler, der die Kampfhandlung auslöst, der Verräter und das kostet ihn 2 Punkte und er kann zukünftig keine diplomatischen Allianzen mehr eingehen. Die Kampfphase. Die Kampfphase besteht aus 3 Abschnitten. Erstens wird bestimmt, wo ein Gefecht stattfindet. Zweitens werden dann die einzelnen Gefechte abgehandelt. Und drittens werden die Nachwirkungen abgehandelt. Doch bevor wir uns das im Detail anschauen, schauen wir uns mal die generellen Konzepte des Kampfes an. Wo wird denn überhaupt gekämpft? Es wird überall da gekämpft, wo Antiker und Spieler sich gegenüberstehen oder Spieler mehrerer Fraktionen. Das können 2 Spieler sein, es können aber auch 3 oder 4 Spieler sein. Dabei kämpft immer der zuerst, der als letztes in das System kam und der, der am frühesten in dem System schon war, ist der Verteidiger und kämpft in dem Fall auch zuletzt. Das bedeutet, wenn Blau bereits in diesem System war und Gelb kommt rein, ist Gelb der Angreifer, Blau der Verteidiger. Wenn jetzt noch eine dritte Farbe reinkommen würde, dann würden erst diese dritte Farbe gegen Gelb kämpfen und was dann übrig bleibt, kämpft gegen Blau. Ein Kampf geht über mehrere Kampfrunden. Jede Kampfrunde hat man die Möglichkeit, sich entweder zurückzuziehen oder weiter anzugreifen. Ein Kampf geht dementsprechend so lange, bis entweder eine Seite vernichtet ist oder sich eine Seite komplett zurückgezogen hat. Um im Kampf zu bestimmen, in welcher Reihenfolge die Schiffe angreifen, gibt es den Initiativewert. Dieser wird dargestellt von diesen kleinen Pfeilen und alle Pfeile auf der Blaupause eines Schiffs werden zusammengerechnet und das bildet den Initiativewert. Bei Gleichstand zwischen 2 Spielern ist der Verteidiger zuerst dran, hat also in dem Fall den höheren Initiativewert. Bei Gleichstand innerhalb eines Spielers schießen diese Schiffe dann einfach gleichzeitig. Anhand der Initiative-Reihenfolge werden dann die Würfelwürfe für die Kämpfe abgehandelt. Bei den Angriffen haben wir 2 Arten von Angriffen. Wir haben die Raketenangriffe und die Kanonenangriffe. Raketenangriffe finden einmalig am Anfang eines Kampfes statt, und zwar vor allen anderen und gleichzeitig. Kanonen finden jede Kampfrunde erneut statt. Also ein Schiff, das nur Raketen hat, könnte tatsächlich nur einmal in einem Kampf angreifen und wäre danach nutzlos bzw. nur noch Schadensschlucker. Würfel und Treffer. Wir haben unterschiedliche Würfel, die werden bestimmt von den jeweiligen Kanonen bzw. Waffen der jeweiligen Schiffe. So schießt dieses Schiff mit gelben Würfeln, diese Schiffe hier dürften schon die orangenen Würfel benutzen. Diese Würfel haben unterschiedliche Symbole bzw. Zahlen drauf. Wobei das Treffer-Symbol immer einen garantierten Treffer bedeutet, also nicht abgewehrt werden kann, während eine Zahl noch aufgewertet werden muss, um zu treffen. Das Symbol ist also quasi die 6. Eine Leerseite verfehlt immer, kann also nicht mehr aufgewertet werden. Aufgewertet wird durch die Computertechnologie, hier der Elektronencomputer, der gibt plus 1. In dem Fall würde also auch die 5 einen Treffer verursachen. Und warum sind unterschiedliche Anzahlen an Sternen drauf? Das ist die Menge an Schaden, die die entsprechende Waffe mit dem jeweiligen Würfel verursacht. Gelb 1 Schaden, Orange 2 Schaden, Blau 3 Schaden und Rot 4 Schaden. Doch die Würfelaugen oder die Zahl kann nicht nur addiert werden durch den Elektronencomputer, sondern gegnerische Schiffe können den Wert auch subtrahieren durch Schilde. Das Gauss-Schild zieht zum Beispiel minus 1 ab, so würde aus der 5 wieder eine 4 werden, plus 1 wird es eine 5 bleiben, wäre also egal. Wobei auch hier gilt, dieses Symbol bedeutet immer einen Treffer. Dann gibt es noch Schaden. Dazu haben wir hier diese hübschen lila Würfel. Diese können wir als Schadensmarker nehmen. Und wie wir schon gesagt haben, die Würfel verursachen unterschiedlich viele Schaden. Und die Schiffe haben unterschiedlich viele Lebenspunkte, nämlich ihr Hüllenwert. Dieses Schiff hat also einen Lebenspunkt, dieses Schiff hat 2 Lebenspunkte, dieses Schiff hat tatsächlich 0. Und ein Schiff ist dann zerstört, wenn es Schaden mehr als sein Hüllenwert bekommt. Also dieses Schiff ist sofort mit einem Schaden zerstört, ein Abfangjäger in dem Fall. Der Kreuzer bräuchte aber schon 2 Schaden, um zerstört zu sein, und das Schlachtschiff bräuchte 3 Schaden, um zerstört zu sein. Ein zerstörtes Schiff nimmt man und legt es vor sich. Überzähliger Schaden
Wenn zum Beispiel ein Abfangjäger mit einem roten Viererwürfel getroffen wird, darf nicht auf andere Schiffe verteilt werden. Das heißt, dieser Abfangjäger bekommt die vollen 4 Schaden, wäre zerstört, aber das war halt dann quasi überbezahlt. Zu Beginn jeder Kampfrunde entscheidest du dich, ob du mit deinem Schiff angreifen möchtest oder ob du dich zurückziehen möchtest. Wenn du dich zurückziehst, nimmst du alle Schiffe, die aktuell dran sind, und schiebst sie auf die Kante eines Sektors durch ein verbundenes Wurmloch, durch das du durchreisen kannst. Also wenn du den Wurmlochgenerator hast, darf es auch ein halbes Wurmloch sein. Der Sektor, in den du dich zurückziehst, muss von dir kontrolliert sein und darf keine gegnerischen Schiffe beherbergen. Danach schlucken deine Schiffe, wenn du dich zurückgezogen hast, aber noch einen Angriff des Gegners, und wenn sie dann das nächste Mal dran sind, dann ziehen sie sich zurück. Der Rückzug dauert also eine volle Runde. Wenn du gegen ein neutrales Schiff, also einen Antiker, kämpfst, dann würfelt natürlich einfach ein Gegner für den Antiker und versucht, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Und zwar möchte er zuerst möglichst viele Schlachtschiffe zerstören, dann Kreuzer und am Ende Abfangjäger. Die Werte der Antiker sind übrigens auf diesem Plättchen dargestellt. Da gibt es 2 verschiedene Typen von. Ihr müsst euch zu Beginn der Partie für eins entscheiden. Das hier ist das Standardplättchen. Und da sieht man, dieses Schlachtschiff hat hier diese Werte und kämpft damit. Am Ende eines Kampfes ermittelt man, wie viele gegnerische Schiffe man besiegt hat und wie viele Ansehensplättchen man dafür aus dem Beutel ziehen darf. Man kann maximal 5 Ansehensplättchen pro Kampf aus dem Beutel ziehen und man schaut einfach hier, was hat man gewonnen. Man bekommt auf jeden Fall ein Ansehensplättchen für die Teilnahme am Kampf. Das heißt, Kampf lohnt sich siegpunktmäßig auf jeden Fall. Dann für einen Abfangjäger bekommt man ein weiteres, für einen Kreuzer 2 weitere, für ein Schlachtschiff 3, für eine Raumstation 1. Und bei den Antikern haben wir ebenso diese Tabelle. Diese Ansehensplättchen ziehe ich und darf dann davon eines behalten. Ich habe also hier meinen kleinen Beutel und dürfte in diesem Fall, das ist ein Schlachtschiff, ein Kreuzer und ein Abfangjäger, dürfte ich hier 6, ziehe ich 5 Stück aus dem Beutel und schaue sie mir geheim an und darf eins davon behalten. Dann nehme ich natürlich das mit dem höchsten Siegpunktwert. Die anderen lege ich geheim zurück in den Beutel. Und das lege ich verdeckt auf die rechte Seite meines Spielertableaus. Und zwar nur da, wo auch von der Form her ein Ansehensplättchen angedeutet ist. Die hydranische Bewegung kann also 3 Ansehensplättchen dort liegen haben. Das höchste Ansehensplättchen hat 5 Punkte. Es geht also maximal 15 Punkte. Wichtig zu wissen ist jetzt noch, dass die Kämpfe in absteigender Reihenfolge der Sektornummer durchgeführt werden. Das heißt, man schaut sich an, wo werden überall Kämpfe ausgeführt. Und der Kampf mit der höchsten Sektornummer, in dem Fall hier 311, wird zuerst ausgefochten und dann geht es absteigend weiter. Also hier wäre erst 311, dann 211 und dann 210 dran. Wurde eine Schlacht verloren, zum Beispiel in diesem Fall, schaut man sich danach die Nachwirkungen an. Und zwar hat der gelbe Spieler jetzt noch die Möglichkeit, die Bevölkerungssteine des blauen Spielers zu zerstören. Da wird jetzt ganz normal ein Kanonenangriff ausgeführt und jeder Treffer zerstört dann einen Bevölkerungsstein. Diese Bevölkerungssteine kommen dann auf den Der Friedhof ist der Bereich hier in der Mitte. In dem Fall war es braun, er kommt also hier in den braunen Bereich. Bei einem grauen Feld oder einem Orbital ist nicht mehr nachvollziehbar, wo der Würfel denn herkam. Da entscheidet der Spieler, dem der Würfel gehört, dann einfach, auf welchen Friedhof er gelegt wird. Am Ende der Runde kommt der Würfel dann auf das jeweilige Feld wieder und belegt damit wieder oder senkt damit die Produktion. Orbitale und Monolithen werden im Rahmen der Nachwirkungen nie zerstört. Man kann sie aber quasi als Gegner dann in Besitz nehmen. Den Monolith kontrolliert man, wenn man den Sektor kontrolliert. Und wenn man den Sektor kontrolliert und die Bevölkerung aus dem Orbital gebombt hat, dann kann man auch dieses ganz normal bevölkern. Die Unterhaltsphase. Jetzt geht's ums Geld. Aber bevor es ums Geld geht, dürfen wir mit unseren Kolonieschiffen nochmal Bewohner auf Planeten schicken. Allerdings nicht auf Planeten in Sektoren, in denen es gegnerische Einheiten gibt. Das heißt, dieses Feld dürfte ich jetzt in der Unterhaltsphase mit einem Kolonieschiff nicht bevölkern, während ich das in der Aktionsphase dürfte. Natürlich muss mein Kolonieschiff dafür bereit sein. Wenn ich die alle in der Aktionsphase verbraten habe, dann habe ich natürlich kein bereites mehr. Danach ermitteln wir die Unterhaltskosten. Und zwar, das Feld am weitesten rechts zeigt an, wie viel Geld ich am Ende dieser Runde bezahlen muss.
Das heißt, je mehr Sektoren ich in Anspruch genommen habe und je mehr Aktionen ich ausgeführt habe, desto teurer kommt mich das am Ende einer Runde. Um den Unterhalt zu bezahlen, bestimme ich erstmal, wie hoch mein Einkommen ist und verrechne das dann direkt mit dem zu zahlenden Unterhalt. Ist das Ergebnis dann positiv, bekomme ich Geld dazu? Wäre das Ergebnis negativ, muss ich die entsprechende Summe bezahlen. Wenn ich nicht bezahlen kann, dann muss ich Sektoren aufgeben. Das bedeutet, in unserem Beispiel hier müsste ich 13 Geld bezahlen. Schlecht gewirtschaftet, würde ich sagen. Ich habe nämlich nur ein Einkommen von 6 Geld. 13 minus 6 macht also immer noch 7 Geld, die ich bezahlen muss. Ich kann allerdings nur 2 bezahlen. Jetzt muss ich Sektoren aufgeben, bis es sich ausgeht. Oder ich kann natürlich handeln. Als hydranische Bewegung kann ich 3:1 handeln, um mir Geld zu besorgen. Ich könnte also die 6 Forschung abgeben, um mir damit 2 zusätzliche Geld zu machen. Es reicht aber immer noch nicht, fehlen noch 3. Aber jetzt muss ich vielleicht weniger Sektoren abgeben. Schauen wir uns das kurz nochmal an. Wenn ich einen Sektor aufgebe, dann muss ich 10 statt 13 bezahlen. Das würde also reichen. Damit käme ich genau auf 0 raus. Ich entscheide mich also, hier den Sektor 311 aufzugeben, nehme die Scheibe und platziere sie wieder auf meinem Tableau, womit ich meinen Unterhalt von 13 auf 10 reduziere und dann kann ich mit dem Geld, das ich getauscht habe, meine Kosten komplett bezahlen, bin auf 0 und habe meinen Unterhalt bezahlt. Natürlich produziere ich nicht nur Geld, sondern auch Forschung und Ressourcen produziere ich entsprechend dem freigelegten Feld, in dem Fall also 2 und 2. Für den seltenen Fall, dass ich im Unterhaltsschritt durch Aufgabe von Sektoren meinen Unterhalt trotzdem nicht bezahlen kann, scheide ich aus dem Spiel aus. Ich muss alle meine Siegpunkte zählen und bin damit durch. Wichtig zu betonen ist auch nochmal, Forschung und Produktion produziere ich erst, nachdem ich meinen Unterhalt bezahlt habe. Das heißt, das, was ich hier bekomme, kann ich nicht mit einkalkulieren, um es zu tauschen, um meinen Unterhalt zu bezahlen. Danach folgt die Aufräumphase. Abhängig von der Spielerzahl ziehe ich neue Technologien aus dem Sack. Bei 2 Spielern sind das 5 neue Technologien, die jede Runde gezogen werden und die dann auf dem Technologieboard wieder platziert werden. Hierbei wieder schwarze Technologien kommen unten zu den Antiker-Technologien. Upsa. Alle anderen auf die entsprechende Stelle. Danach kommen alle Einflussscheiben von den entsprechenden Aktionen zurück auf die Leiste. Und damit weiß ich, mit welchem Einfluss ich die nächste Runde starte. Zu guter Letzt werden alle Kolonieschiffe wieder auf ihre breite Seite gedreht. Und weil wir nur 8 Runden spielen, sollten wir dringend daran denken, den Rundenmarker auf das nächste Feld zu verschieben. Nach der 8. Runde am Spielende zählen alle ihre Siegpunkte zusammen. Wir erhalten Siegpunkte für die Ansehensplättchen. Das waren die, die wir aus diesem kleinen schwarzen Beutel ziehen und auf der Seite unseres Tableaus lagern. Da sind 1 bis 4 drauf. Wir bekommen Siegpunkte für unsere Botschafter, also diplomatische Beziehungen zu anderen Fraktionen. Da gibt es jeweils einen Siegpunkt. Wir bekommen Siegpunkte für kontrollierte Sektoren. Da sind die Siegpunkte dann aufgedruckt. Wir bekommen Siegpunkte für kontrollierte Monolithen. Das sind diese hier. Das sind 3 Siegpunkte je Monolith, den ich kontrolliere. Wir bekommen Siegpunkte für Entdeckerplättchen, Entdeckungen, die wir gemacht haben. Und wir bekommen Siegpunkte abgezogen, wenn wir eine diplomatische Beziehung, ein Bündnis gebrochen haben. Dann gibt es minus 2 Punkte. Natürlich gibt es auch noch Siegpunkte für den Fortschritt auf der Technologieleiste. Und zwar immer das nächste Freie. Also in diesem Fall wären es hier 2 Punkte, hier wären es leider 0 Punkte. Ist man ganz am Ende, gibt es 5 Punkte. Und eventuell hat die eigene Spezies noch Sonderbedingungen für Siegpunkte. Die Planta bekommen zum Beispiel einen Siegpunkt für jeden Sektor, den sie kontrollieren. Und die Nachkommen von Draco bekommen für jedes Antikerschiff, das noch auf dem Spielplan ist, einen Siegpunkt. Ja, das waren sie, die Regeln zu Eclipse Second Edition, dem neuen großen Space Epos. Nach 8 Runden ist das Spiel vorbei und der Spieler mit den meisten Siegpunkten hat das Spiel gewonnen. Es ist ein knallhartes Spiel auf Ökonomie, aber auch eben auf den Kampf und das Ausrüsten der eigenen Schiffe. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Wir werden versuchen, sie zu klären. Und wie am Anfang schon gesagt,
Wenn dir irgendwas aufgefallen ist, was falsch sein könnte, gerne auch damit in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich über jedes Lob und jede Kritik und ich werde versuchen, sie in kommenden Videos auch umzusetzen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Eclipse Second Edition. Mach's gut!